Einen wunderschönen guten Guten Morgen. Morgen. Jetzt ist es soweit. Wir haben ja gesagt, wir starten heute mit der Biofilm-Kur. Und heute ist Dienstagmorgen. Wir haben gestern schon gebittersalzt. Ich habe sehr viel Zeit auf der Toilette verbracht. Ich konnte heute Morgen noch nicht joggen gehen, weil da immer noch was kommt. Ja, so sieht's aus. Da muss man ganz offen drüber sprechen. Und jetzt geht's los, ne? Ihr seht hier schon, wir haben das hier mal so aufgebaut. Könnt ihr das sehen? So. Das ist unser Portfolio für die nächsten Tage. Also, was passiert da? Morgens gibt es einen Aufwachtrink aus Phytoplankton und morgens und abends jeweils ein Teelöffel davon. Dann haben wir also drei Mahlzeiten, morgens, mittags, abends, die wir zu uns nehmen. Das sind Shakes. Und darüber hinaus dürfen wir ganz viel essen. Also wir haben Zwischenmahlzeiten. Also ich glaube, so viel habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gegessen, wie ich jetzt hier essen muss. Ja, also wir sind hier gut versorgt und sind sehr gespannt. Also die Katharina mischt uns jetzt hier gerade den Aufwachtrink. Es ist zwar schon spät für einen Aufwachtrink, aber wir mussten ja noch Öl ziehen. Das muss man nämlich auch. Ja, dass man die Keime und Bakterien, die sich über Nacht im Mund bilden, dass man die quasi eliminiert. Und dass es zu keinem Mundgeruch kommt. Wir wollen ja auch noch also unter Menschen gehen. Das wäre ja auch schön. Ja, und jetzt trinken wir hier Phytoplankton. Und es wird sehr grün. Und ich bin sehr neugierig, wie es schmecken wird. Also wir haben uns den Saft ausgewählt. Man kann es auch mit Wasser machen, aber ich habe direkt den Saft gewählt. Ich bin sehr heikel in solchen Themen, aber wir schaffen das. Ich denke, das wird. Ja, warte, ich löse hier noch ein paar Nein, das ist Stellen, doch sonst wird gut. das Das Pulver so. sprudelt hier. Hast du was zu beißen? Oh, das riecht ganz lecker. Sehr eilig. Aber was tut man nicht Aber alles? eigentlich Nein, es riecht es riecht super. gut. Es riecht ganz super. Ganz super riecht es. Also, ihr Lieben, und auf unseren Start hier. Ich werde noch ein bisschen rühren. Zum Wohl. Zum Wohl. Und guck nicht auf mein Gesicht. Ich schon. Voll Zeig mal lecker. deine Zunge. Grün und billig. Also, wir halten euch jetzt auf dem Laufenden. Ich habe auch grüne Zähne. Und ja, werden euch sagen, wie es uns geht. Es sind 4 bis 5 Tage. Und auch unseren Biofilm bekommt ihr zu sehen. Wenn ihr natürlich den nicht sehen wollt, dann müsst ihr das nicht. Aber wir zeigen den. Also, wer jetzt Lust bekommen hat, mitzumachen, unter dem Video ist alles verlinkt, dass ihr losstarten könnt, dass ihr bestellen könnt und dabei sein könnt. Wir freuen uns auf eure Unterstützung. Bis ganz bald. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 2 der Biofirmkur. Das Gute zuerst, ich lebe noch und es geht mir ehrlich gesagt richtig, richtig gut. Gestern war der Tag noch sehr interessant, insofern, dass meine Psyche ziemlich durchgedreht hat, weil sie im Mangel war. Also meine Psyche war der Meinung, ich verhungere, es gibt nichts zu essen, das ist furchtbar. Und dann saß ich auch noch beim Abendessen bei anderen Menschen dabei und musste das quasi aushalten, dass die eines meiner Lieblingsgerichte, Pfannkuchen und Tomatenmozzarella und was weiß ich was essen durften. Und ich saß daneben und mein Magen knurrte und knurrte. Aber als ich dann so in mich gegangen bin, habe ich gefühlt, dass ich gar keinen Hunger habe. Ja, weil man darf so viel essen bei dieser Kur. Also wir haben gestern ganz, ganz lecker Gurkenscheiben mit Avocado-Creme gegessen. Dann gab es noch ein Äpfelchen, das wir gerieben mit Zimt essen durften. Und zum Abendessen Cornichons. Und ich habe mir die ein oder andere Olive noch gegönnt. Also man darf wirklich viel essen dabei. Und es gibt kein Hungergefühl, sondern das ist alles nur in meinem Kopf sozusagen. Ja, heute Morgen war ich schon joggen. Ich habe schon meine Atemübung gemacht. Ich habe schon gepröst. Octavia ist derzeit meine Lieblingsmeditation, die ich jeden Tag mache. Und es geht mir wirklich, wirklich gut. Und ich nehme euch jetzt noch mal mit zu meinem Hauptmahlzeitsshake. Also ich kann die 400 Milliliter schaffe ich nicht, das ist mir alles zu viel. Also 200 Milliliter,
Dann kommt der Shake, also ein halbes Tütchen quasi dazu. Und man kann das Ganze pimpen. Also ich mache jetzt hier Madagaskaröl rein. Vanille Madagaskaröl. Mmh, lecker, 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 lecker. Zwei Tröpfchen. Und Zimt. Ich liebe Zimt. Und jetzt kommt hier noch ganz viel Zimt rein. Und ich glaube, mein Gesichtsausdruck gestern, der war nicht besonders, wie soll ich sagen, erhellend. Aber ich will euch wirklich den Mut machen, dass das gut schmeckt. Also man kann das sehr, sehr gut nehmen. Es ist nicht eklig. Es ist einfach mein Kopf, der sagt, jetzt musst du da so einen Scheiß machen. Aber grundsätzlich kann man es wirklich gut trinken. Zum Wohl. Mmh. Ihr seht, der Igel ist weg. Vielleicht war er gerade nicht ganz weg, aber er ist weg. Es ist wirklich, wirklich lecker. Und was mir auch noch total viel Freude macht, das ist das Ölziehen. Habt ihr schon mal Ölziehen gemacht? Da nimmt man morgens unterschiedliche Öle. Wir werden das auch teilen, dieses Rezept. Nimmt man in den Mund und dann fängt man an zu gurgeln. Und sie hin und her zwischen die Zahnzwischenräume durchzuschieben und so weiter und so fort. Und das löst quasi den Mundgeruch und alle Bakterien und alles, was halt so über Nacht hochgekommen ist, wird dann rausgelöst. Ja. Hinter mir brodelt schon, vielleicht kann man das sehen, unsere Gemüsesuppe. Heute gibt es wieder ganz viel Leckeres. Wir starten heute Mittag mit leckere Zucchini angebraten in Kokosnuss. Dann gibt es nachmittags einen Obstsnack und heute Abend gibt es die leckere Gemüsesuppe, die hinter uns brodelt. Es ist also sehr, sehr spannend. Und was ich noch erwähnen möchte ist, ich habe einen ganz schmalen Bauch bekommen. Mein Bauch ist weg. Ich meine, ich hatte keinen dicken Bauch, aber da war so ein ganz kleines Wülstlein. Und das ist jetzt komplett weg und es fühlt sich jetzt schon richtig gut an. Und ich kann es kaum erwarten, den Biofilm zu sehen. Und ihr werdet ihn auch sehen, wenn ihr das wollt. Also habt noch einen wunderbaren Tag und bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, schönen guten Morgen. Tag 3. Und wir leben noch. Ja, das ist echt eine gute Nachricht. Wir leben noch. Wir sind gerade im Wald, wie ihr seht, und uns ist verdammt kalt. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch kalt, aber es ist so kalt, dass hier Katharina schon ihren Wehpelz, ihren Kuschelpelz rausgeholt hat. Der ist übrigens nicht echt, das ist gefaked. Und ja, wir frieren die ganze Zeit, wir ahlen uns nur in der Sauna und in Badewannen herum. Ich habe gestern so das Bedürfnis gehabt, mich von warmem Wasser umarmen zu lassen. Und wir haben beide gestern ein Basenbad gemacht, was super toll zum Entgiften ist auch. Und nachher unsere Körper mit Basenpulver eingerieben. Genau. Und das war so angenehm. Und bei mir ist gestern der Film abgegangen. Das ist halt gestern losgestartet und es ist ein gutes, befreiendes Gefühl. Also ich bin noch in freudiger Erwartung, bei mir geht noch gar nichts, aber ich glaube, ich trinke zu wenig. Man muss ja sehr, sehr viel trinken, das Zeug schleimt ja in kürzester Zeit ein. Das ist total lustig, wenn ihr das quasi reinfüllt und Wasser dazu tut, dass es in kürzester Zeit dick wird und dann kann ich das fast nicht mehr runterbringen. Und ich glaube, befürchte, dass das im Darm dann noch so viel aufgeht. Und dafür muss man sehr, sehr viel trinken und ich muss mich regelrecht zwingen, sehr, sehr viel zu trinken. Ich werde dich heute zwingen und daran erinnern. Oh Gott. Also ich zwinge mich selber und mittlerweile ist es schon ein bisschen schwierig geworden, Schleim zu trinken. Also ich liebe dieses Phytoplankton in der Früh und am Abend. Der Anfang vom Schleim, so die ersten 200, 300 Milliliter sind auch richtig lecker, wenn man was Gutes hineintut. Also wir haben da ja die verschiedensten Öle, ich glaube, das hast du gestern gezeigt, gell, was wir da hineintun. Aber der Rest ist schon ein bisschen interessant hinunterzukriegen. Wir haben eine Collage gemacht, die werden wir euch auch noch zeigen, von unseren Gesichtsausdrücken, während wir das trinken. Was interessant ist, ist einfach das körperliche Gefühl. Ich hatte gestern einen Tag mit unbändiger Energie. Das war sehr faszinierend. Also ich habe gestern bestimmt 16 Stunden durchgearbeitet mit Interviews, mit Gesprächen.
Ja, mit allem Möglichen und bis nachts 2 Uhr und ich war immer noch nicht schläfrig und müde. Also das ist schon faszinierend, dass man, obwohl man sehr wenig zu sich nimmt, dann doch so eine gute Energie hat. Es ist aber, glaube ich, auch heute Vollmond, den spüre ich sowieso auch immer, da kann ich nicht so gut schlafen. Vielleicht ist es auch das. Ja, mein Bauch ist fast weg, also wir nehmen ziemlich krass ab, also das ist zumindest jetzt hier meine Wahrnehmung, deine auch, ne? Du hast das eben auch. Ja, nein, bei mir war es ein bisschen anders, wobei ich spüre, dass es der Schleim im Bauch ist, der Schleim im Darm ist, der allerdings jetzt ein bisschen schon weggegangen ist. Und was ich habe seit gestern ist ein bisschen Kopfweh. Kopfweh und mir ist kalt und ich bin heute mit Ringen in der Früh aufgewacht, aber ich habe so also richtig um die Augen. Was an dich richtig? Also heute Morgen war ich plötzlich verheiratet. Marlene, du hast eine großartige Kur geschaffen, wo man direkt auch seinen Partner inklusive hat. Den Partner quasi, den Biofilm, also wenn man das so nennen mag. Ja, also wir können es kaum erwarten, die letzten 2 Tage hinter uns zu bringen. Heute wird wahrscheinlich nochmal ein spannender Tag. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, was da noch so alles kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir freuen uns auf unser Video morgen. Genau. Also, habt einen schönen Tag. Schönen Tag euch. Ah, nein, ja. Ich habe noch was vergessen. Oh, was denn? Wir haben ja am Dienstag haben wir einen Community Call. Das heißt, wenn ihr mehr zum Thema Film abhören wollt und wenn ihr auch die Kreatorin dieses wunderbaren Produkts kennenlernen wollt, die Marlene Kuhnold, die ist nämlich am Dienstag dabei und wird uns alle Fragen beantworten. Ich habe da nämlich auch noch ein paar. Und auch eure Fragen beantworten und auch zum Thema Parasiten und Biofilm und Darm sicherlich das eine oder andere Spannende erzählen. Parasiten wird nämlich die nächste Challenge. Ja, zu der wir euch einladen. Mitbewohner raus, heißt diese Aktion. In diesem Sinne, habt einen wunderbaren einen Tag. Euch. Tschüss. Hallo, Tag 4, hurra, hurra, der Biofilm ist da. Ja, erzähl mal. Es gibt wirklich gute Nachrichten. Also, wir dürfen heute berichten von unseren unterschiedlichen Ergebnissen des Biofilms. Die Tatjana hat nämlich sogar ein Foto gemacht von ihrem Biofilm und hat mich mit Röschen versehen. Ich bin sehr beeindruckt gewesen und ich war sehr eifersüchtig, darf ich gestehen, heute in der Früh, weil ich mir dachte, ich habe nicht so einen langen Biofilm und ich wusste gar nicht, ob ich fertig bin. Und wenn ich hier riechen würde, das riecht in dieser Küche, duftet es nach frischen Kartoffeln. Und hier sind frisch gemachte, frisch gedörrte Kohlchips. Und wir dürfen sie jetzt beide wieder essen. Also, das konkrete Ding ist, bei mir ging er schon vor, ich glaube, es war am Ende des zweiten Tags, in der Nacht vom zweiten auf den dritten Tag, aber nicht in dieser erwarteten Form, sondern ich habe Kurzfilme gedreht. Und nachdem ich nicht sicher war, ob das jetzt wirklich die richtigen Kurzfilme sind und ich jetzt diesen Genuss der Erdäpfel hingeben darf, haben wir das jetzt gerade an die Marlene Kuhnold geschickt und eben vor wenigen Sekunden kam die Pro-Botschaft. Wir sind durch! Aber sie hatte auch die Vermutung, dass bei mir Rosen rausgekommen sind, weil ich das mit Rosen verziert habe, weil ich einfach dachte, es sieht dann schöner aus. Ne? Es sieht richtig, richtig hübsch ein aus. Wirklich hübscher Biofilm. Also man möchte was reinbeißen. Oh! Nein, das möchte man nicht. Aber lass uns nochmal zusammenfassen. Also gestern war noch für mich zumindest ein sehr herausfordernder Tag. Also ich war gestern sehr, sehr dünnhäutig. Und du auch? War ich auch. Obwohl ich, also mein Kopfweh war gestern weg, das ich ja vorgestern hatte. Und ich habe gestern ganz viel Energie gehabt. Ich habe gestern, ich weiß nicht, 5 Videos geschnitten und noch ein paar vorbereitet und Thumbnails gemacht. Also war sehr klar. Habe heute in der Früh auch, lustigerweise, ich habe gerade ein Interview gegeben für einen Kongress und die Ariane hat vor 4 Tagen ebenfalls angefangen mit einer Biofilmkur, also mit einer Darmreinigungskur. Und wir waren beide so am Anfang so, ob wir klar denken können. Das Interview ist super. Ich fühle mich so lebendig. Ich fühle mich so kraftvoll. Ich fühle mich schön. Also innerlich schön. Ja, aber auch äußerlich. Die Haut ist total schön. Sagt jetzt nichts anderes. Und der Körper, also mein Bauch hier ist ganz arg flach. Und ja, also Bestmaße. Das ist richtig toll. Ich freue mich jetzt aber, mehr geht nicht mehr. Ich freue mich jetzt aber auch aufs Essen.
Und Klarheit ist da, also es ist sehr, sehr viel Ruhe und Klarheit da. Und ich glaube, wenn ich es nächstes Jahr wiederhole, dann geht es für mich darum, wirklich in die Ruhe zu gehen. Das habe ich nicht geschafft. Aber eins muss ich noch erzählen. Ich habe gestern noch eine Dreiviertelstunde geatmet. Das ist eine schamanische Atmung, die ich da immer mache. Und ich war in Heaven. Und zwar in kürzester Zeit. Und es ist ganz leicht gefallen. Ich meine, ich mache das öfter, aber der Körper hat sofort übernommen und ist ganz, ganz leicht reingegangen. Heute Morgen bei der Meditation war ich auch ganz, ganz tief drin. Also es hilft, einfach tiefer sich fallen zu lassen. Und vielleicht haben wir auch die Zirbeldrüse ein bisschen sauber gemacht. Nicht nur unseren Darm, sondern auch die Zirbeldrüse. Aber nach der Biofilm ist vor der Biofilmkur, weil bei uns steht jetzt die Parasitenkur an. Und dazu hört ihr mehr am Dienstag in unserem Community Call. Da laden wir euch herzlich ein, um 19 Uhr dabei zu sein. Und da wird Marlene auch dabei sein für alle Fragen. Und wir werden über Parasiten sprechen, diese wundervollen Gesellen, die da so ohne Miete bei uns leben. Ich habe schon in das Interview reingeschaut, ich will sie loswerden. Und wenn du Lust hast, diese Biofilmkur zu machen, fang einfach jetzt an. Bestell sie dir, ist so genial und vielleicht findest du sogar andere, die das mit dir machen, weil es war wirklich leicht und es war lustig und es war großartig, jetzt die Zeit zu machen. Genau. Vor allem dieses Bild. Ich hab da was, guck mal. So lustig. Willst du mein Foto sehen? Darf ich es dir auf WhatsApp schicken? Ja, ihr Lieben, dann wünschen wir euch jetzt ein wunderbares Wochenende und würden uns freuen, euch am Dienstag zu sehen. Bis bald. Bis bald.